Die Anschau vom Freitag und wir beginnen mit einer Frage, die uns schwer beunruhigt seit dem vereitelten Anschlag auf den Frankfurter Flughafen. Wir fragen uns, wie gefährlich sind Deutsche, die zum Islam übergetreten sind? Wir werden darüber gleich mit einem Spezialisten sprechen, aber zunächst einmal hat unser Reporter Christian Eisele einen jungen Mann aus Bayern ausfindig gemacht, der auch übergetreten ist. Was hat ihn dazu bewegt und wie beurteilt er die augenblickliche Situation? Martin Herter ist gebürtiger Bayer. Aufgewachsen in Starnberg, erzogen als evangelischer Christ. Schon früh beschäftigte er sich mit dem Glauben, doch in der Bibel fand er nicht die Antworten, die er suchte. Mit 17 liest er den Koran, ein Schlüsselerlebnis. Nur 2 Jahre später konvertiert er, nimmt den Namen Hamad an. Wenn Sie selbst mal in der Bibel lesen und im Koran lesen, dann wird das Bild von Gott im Koran eindeutig klarer beschrieben. Und auch durch die islamische Praxis ist man eindeutig mehr auf Gott selbst ausgerichtet. Schon allein durch das fünfmalige Gebet. Also welcher Christ heutzutage betet 5-mal am Tag? Und dementsprechend sehen Sie schon, wie die Beziehung zu Gott geartet ist. Seit Jahren orientiert er sein Leben an den islamischen Regeln. Trinkt er keinen Alkohol, vermeidet er ausschweifende Feste. Seine religiöse Heimat ist die Ahmedin-Muslim-Gemeinde im Münchner Vorort Neufahrn. Die Moschee, ein unscheinbares Wohnhaus. Friedliebend, tolerant, islamisch, so beschreibt Herter seinen Glauben. Heute verurteilte das Oberhaupt seiner Gemeinde in einer Predigt die geplanten Attentate des bayerischen Konvertiten Fritz G. Widerlich und absolut nicht nachvollziehbar, so distanziert sich Herter von seinem vermeintlichen Glaubensbruder. Natürlich finde ich es auch sehr schrecklich, dass sich Leute aus unserem Kulturkreis zu einer gewaltsamen Ideologie hingezogen fühlen. Aber ich muss sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun und deswegen kann ich auch nicht irgendwie traurig sein, dass da ein Glaubensbruder von mir etwas angestellt hat, weil es war kein Glaubensbruder von mir, er hat einen anderen Glauben gehabt. Dennoch, für viele gilt, wer zum Islam konvertiert, ist eine potenzielle Gefahr. Hamad Martin Herter widerspricht vehement, aber er sagt auch, ein erhöhtes Engagement bei einem Konvertiten ist sehr logisch. Weil wenn sich jemand dazu entschließt, seine Religion zu wechseln, dann macht er das sehr bewusst. Jemand, der in eine Religion reingeboren wird, hat das nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung getan. Und deshalb kann man von einem Konvertiten erwarten, dass er die Regeln der Religion zumindest ernst nimmt, was vielleicht bei einem Gebürtigen nicht immer der Fall ist. Als überzeugter bayerischer Konvertit passt er nun plötzlich in das Raster so mancher Terrorfahnder. Für Hamad Martin Herter kein Problem, die Polizei sei bei ihm willkommen. Er habe keine Angst und vor ihm müsse man auch keine haben. Ja, und wir schalten jetzt nach Nürnberg zu Hartmut Bobzin, Professor für Islamwissenschaften an der Uni Erlangen. Guten Abend, Herr Bobzin. Guten Abend. Wir haben es ja gerade gesehen, ein Konvertit, der wirklich zum Islam und nicht etwa zum Terror übergetreten ist. Dennoch die Frage, wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr von terroristischen Aktivitäten, die von deutschen Konvertiten ausgehen könnten? Also ich würde sagen, sie ist relativ gering, obwohl man mit ihr auch rechnen muss. Es wurde ja gerade eben gesagt, dass ein Konvertit eine bewusste Entscheidung getroffen hat, meistens übrigens aus einer Krisensituation heraus. Und aufgrund dieser Tatsache ist er natürlich darauf aus, sich zu beweisen. Also er muss sich gewissermaßen bewähren. Diese Bewährung, die kann in einer intakten Gemeinschaft vollkommen friedlich aussehen, dass sie sich an die Gemeinschaft einpasst und entsprechend ihrer Ziele wirkt. Sie kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen und das kann dann zu einem terroristischen Engagement führen. Aber ja, zahlenmäßig, glaube ich, ist das relativ gering. Aber nun haben wir sozusagen Gotteskrieger made in Germany. Das ist sozusagen eine neue Dimension, die uns alle sehr erschreckt. Ist die Gefahr nicht doch plötzlich größer geworden? Sicher ist die Gefahr größer geworden, aber inwieweit das zahlenmäßig zu Buche schlägt, das ist sehr umstritten und auch schwer abzuschätzen. Zumal es auch schwierig ist, überhaupt die Zahl der Konvertiten, die zum Islam übergetreten sind, zu schätzen. Meistens handelt es sich ja um Konvertiten aufgrund von Mischehen. Und eine wesentlich geringere Zahl tritt zum Islam über aufgrund einer ganz bewussten Entscheidung.
das hat unter anderem auch zu tun, wir haben es eben gerade gesehen, mit einer gewissen Unzufriedenheit mit der Tradition, in die man hineingeboren ist. Das ist übrigens ein Phänomen, das häufiger von evangelischen Christen, bei evangelischen Christen zu beobachten ist. Und der Beitritt zum Islam bedeutet so etwas wie eine größere Systematisierung der Lebensführung. Man findet also hier einen gewissen Halt, von dem man glaubt, dass ihn die Kirche nicht bieten kann. Herr Bobzin, es gibt ja schon viele islamische Gemeinden, die sich um ein friedliches Miteinander bemühen. Die Penzberger Islamgemeinde gilt allgemein als gelungenes Modell für die Integration der Muslime. Und beim heutigen Freitagsgebet hat mein Kollege Hermann Scholz die islamischen Gläubigen erlebt und sich anschließend auch mit ihnen unterhalten. Als Bürger und als Muslime sind wir gleichermaßen verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun und nicht zu unterlassen, was dem Schutz, der Sicherheit und dem Wohlstand dieses Landes dient, das wir als unsere Heimat erleben. Freitagsgebet bei der islamischen Gemeinde Penzberg. Imam Benjamin Idris kommt aus Makedonien. Er dankt Gott für die Rettung vor den Terroristen und betet für die Sicherheit Deutschlands. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass der Islam terroristische Gewalt verbietet. Die Penzberger Moslems gelten als Modellfall für Integration in Bayern. Die etwa 600 Mitglieder zählende islamische Gemeinde hat von Anfang an das Gespräch mit der Öffentlichkeit gesucht und sich bewusst geöffnet. Sie pflegt gute Kontakte zu Kirchen, Vereinen und der Gemeinde. Für viele Penzberger sind sie deswegen ein ganz normaler Teil der Stadt. Auch mit den meisten kommt man doch gut aus. Ja, wenn man sich so ein bisschen neutral verhält und ein bisschen offen ist, dann denke ich, passt das schon. Wenn man nicht so ablehnend ist gegen Ausländer, kommt man damit klar? Ja, eigentlich sind das ganz normale Menschen und da gibt es nichts zu meckern. Also ich finde die super. Ja. Wieso? Also ich finde, weil die offen auf die Leute zugehen und einfach beispielsweise sich auch öffnen für die anderen Mitbürger. Die haben also eine offene Moschee, wo man jederzeit rein kann. Die machen also Veranstaltungen, in denen auch jeder hier eingeladen ist. Also ich finde das gut. Im islamischen Zentrum finden Integrationskurse mit Deutschunterricht statt. Es gibt islamischen Religionsunterricht und eine internationale Spielgruppe. Die Penzberger Moslems bekennen sich zu Bayern als ihre Heimat. Mit allen Pflichten, aber auch Rechten. Was ich warte von Politikern oder von deutscher Gesellschaft, uns als Bürger hier akzeptieren. Und was ist unsere Pflicht als Muslime? Die Gesetze von dieses Landes achten und die Sprache lernen, uns auch als Bürger hier fühlen. Das Zentrum besuchen Muslime aus vielen Nationen, vor allem Bosnier, Albaner und Türken. Radikale Fanatiker, so Gemeindemitglieder, bleiben weg. Der Islam, der hier gepredigt wird, sei denen zu liberal und europäisch geprägt. Ja, die Penzberger Islamgemeinde, ein Beispiel für gelungene Integration. Herr Bobzin, was können wir tun, damit es mehr solche Gemeinden gibt? Die Bürger, die Muslime als Bürger akzeptieren, haben wir schon gehört. Aber was ist darüber hinaus noch erforderlich? Ja, auf die Bürger zugehen, sie akzeptieren, auch in der Andersartigkeit ihres Glaubens, der übrigens gar nicht so weit entfernt ist vom christlichen Glauben. Ja, wir haben die gleichen Wurzeln. In ihren Wurzeln, natürlich. Auch in der Art der Ausübung. Ich meine, das ist etwas anderes. Wenn Sie sich mit der Kirchengeschichte beschäftigen, werden Sie sehen, dass viele der Dinge, die Muslime tun, also zum Beispiel mehrmaliges Gebet am Tag, dass das in der frühen Christenheit auch gang und gäbe war. Insofern versteht sich der Islam eben auch als eine Reform des Christentums, eine Reformbewegung. Und das muss man sehr ernst nehmen. Und da besteht auch allerlei Diskussionsbedarf eben zwischen den Muslimen und den Christen. Müssen wir in der Schule vielleicht den Koran genauer studieren? Auf jeden Fall. Wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass muslimische Kinder islamischen Religionsunterricht bekommen, da geschieht ja auch in der Gegenwart allerlei, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass alle anderen etwas mehr über den Islam wissen und dass auch bekannt ist, was im Koran eigentlich drinsteht. Vielen Dank, Professor Bobzin. Vielen Dank nach Erlangen.